herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich nehme euch heute einfach ganz spontan mal mit der Kamera mit, denn mein Kind hat nämlich heute freies Lernen, das heißt, er ist zu Hause. Und das passt ganz gut, weil ich nämlich schon des häufigeren Nachfragen bekommen habe, wie das so aussieht, wenn ich darüber erzählt habe, wie wir lernen, welche Lernmethoden wir verwenden oder welche Lernroutinen. Dazu muss ich sagen, dass wir ja selber noch ganz am Anfang sind und dass das ja nicht gleich von heute auf morgen passiert, sondern das ist ja ein Weg. Man muss sich da ausprobieren, man muss gucken, was passt zu mir am besten. Und da ich mich ja da in letzter Zeit relativ oft oder relativ regelmäßig immer mit auseinandergesetzt habe, wollte ich euch das jetzt einmal mal zeigen. Also ich nehme euch einfach mit bei der Reise. Vielleicht gibt es da dann noch mehrere Videos, wo ich das vielleicht dann auch mal so zusammenfasse. Stand heute sozusagen werde ich euch einfach mal mit durch unseren Tag nehmen, wie wir lernen. Denn mein Kind schreibt nämlich in nächster Zeit sehr viele Klassenarbeiten, wie wir uns darauf vorbereiten. Aber als allererstes, das weiß er nämlich noch nicht, werde ich jetzt mit ihm in die Bibliothek fahren. Boah, das ist laut hier. Und mir da ein paar Bücher angucken, weil ich nämlich, früher hatte ich als, ja, also in meiner Schulzeit hatte ich auch diese Bücher, weiß nicht, ob ihr die kennt, wo man so dieses gesamte Wissen zusammengefasst hat von der, was weiß ich, 5. bis zur 10. meistens ist ja so die Mittelstufe und dann nochmal die Oberstufe, gibt es ja nochmal extra Bücher und da wollte ich mir die Bücher mal angucken, ja, bevor ich die dann kaufe oder wie die so sind, da gibt es ja auch verschiedene Verlage, ob welches sich da so am besten eignet oder welches mir am meisten zusagt oder uns, je nachdem. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass ich ihm vielleicht so ein Buch ausleihe, das in Englisch geschrieben ist, was jetzt natürlich nicht so schwierig ist. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, dass er da schon mal so ein bisschen dieses Textverständnis hat oder beziehungsweise wie man so Sätze schreibt, dass man das dann liest oder auch hört, vielleicht mit einem Hörbuch etc. Also mein Kind hat sich sehr gefreut, als ich ihm gesagt habe, es geht in die Bibliothek. Er dachte nämlich, dass ich alleine dorthin fahre und seinen Ausweis brauche. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, wir fahren ja dahin wegen dir. Ah, so, freust du dich schon? Oh Gott, ich muss leise sein. Okay, das ist wirklich nur für Hallo, hallo, wir sind wieder zurück von der Bücherei. Das hat er schon mal auf Deutsch gelesen. Und das scheint auf jeden Fall eine gute Option zu sein. Das habe ich jetzt für Felix mitgenommen. Er liest ja schon wirklich richtig, richtig gut. Also ist ein richtig guter Leser. Das sah richtig gut aus. Auch so mit ein paar Bildern. Ja, ich denke, darüber würde er sich freuen. Und bevor wir jetzt Mittagessen fahren, wollte ich euch ja mal erzählen, wie wir überhaupt vorgehen, wenn wir so lernen. Also dadurch, dass wir jetzt ja noch keine richtige Lernmethode haben, ist es natürlich recht schwierig. Und jedes Fach, glaube ich, verlangt auch so ein bisschen andere Methoden. Jetzt ist es gerade so, dass wir eine Deutschklassenarbeit vor uns haben und da habe ich Folgendes gemacht. Also meistens gehe ich so vor oder gehen wir so vor, dass wir uns die ganzen Unterrichtsmaterialien schnappen, also sei es das Lehrbuch, Arbeitsbuch, den Hefter und dann gucke ich immer, was die Kinder so hatten und natürlich ist es auch so, dass sie ein Thema vorgegeben bekommen, keine Frage, aber manchmal ist es ja so, dass die Kinder ja im Unterricht mal was aufschreiben, dann machen sie was im Arbeitsheft, dann lesen sie vielleicht irgendwas im Buch und das ist ja jetzt nicht alles so ein, ja, hat jetzt nicht so einen extrem roten Faden, für mich zumindest als Elternteil. Und deswegen arbeite ich mir dann diese wichtigen Sachen raus. Also da gibt es ja immer so, auch gerade hier in diesen Büchern, solche Merksätze. Das kopiere ich mir raus und dann schneide ich das aus, klebe es auf eine Seite. Und dann kann man das immer wieder gut, wenn man mit dem Kind dann zusammen lernt,
nachschlagen, auch für später, für das Grundwissen, was die Kinder ja sich über diese Jahre jetzt erarbeiten, kann man das dann später, wenn das Schuljahr zum Beispiel zu Ende ist, diese ganzen Merksätze ausheften, in einen Ordner packen und da können sie dann auch immer und immer wieder nachschlagen. Ich zeige euch jetzt einmal, was ich jetzt hier gemacht habe. Also Thema ist jetzt bei der Klassenarbeit Erzählungen. Also die Kinder müssen im Prinzip einen Text schreiben über ein Erlebnis. So, eine Erlebniserzählung. Und da habe ich Folgendes gemacht. Also das sind jetzt die Sachen, die wir uns hier aus dem Buch ausgedruckt haben. Das ist jetzt ja wirklich nur beispielhaft. Das habe ich dann alles hier reingeklebt und das Wichtigste nochmal unterstrichen. Bin das mit ihm durchgegangen, aber das meiste wusste er tatsächlich schon. Das Wichtigste ist ja jetzt nicht, das hier alles auswendig zu lernen. Natürlich gibt es immer noch Sachen, wie man was schreibt oder in welcher Form man das schreibt. Das ist schon klar, aber das Wichtige finde ich ja, dass man das übt. Also wie man sowas schreibt. Und da habe ich dann nochmal was an bei GoodNotes ausgearbeitet. Das ist am Tablet. Die Kinder, die arbeiten ja dann auch später. Hier sieht man mal, dass diese Hefte eigentlich nicht so geeignet sind. Mit dem iPad in der Schule, dass ich ihm das schon mal gezeigt habe. Und da kann man das ja auch vergrößern. Ich habe das jetzt nur nochmal für den Hefter ausgedruckt und für die Unterlagen. Und habe eben nochmal alles markiert, was wirklich wichtig ist und worauf er achten muss. Und dann zum Schluss also eine Checkliste erstellt, was alles darin enthalten werden muss. Also das muss man sich wahrscheinlich einprägen, damit man das am Ende von seiner Arbeit dann abhaken kann und sagen kann, ja, das habe ich alles verwendet. Und dann, das fand ich eigentlich ganz cool, auch jetzt unabhängig von dieser einen thematischen Klassenarbeit, dass man den Kindern, sei es jetzt in Deutsch, Englisch, was weiß ich, Französisch, solche Satzanfänge einmal ausdruckt, damit der Text, weil das braucht man ja immer und immer wieder, die Kinder werden ja super viele Texte schreiben oder man schreibt ja super viele Texte, egal in welchem Fach, dass man nicht immer das Gleiche schreibt. Meistens ist es so, dass man dann schreibt oder danach und dann doppelt sich das und irgendwann hört sich das ja auch nicht mehr schön an. Deswegen ist es eigentlich ganz easy, wenn man sich da mal so 1, 2, 3 Satzanfänge einprägt und die kann man dann ja immer mal abwechselnd nutzen, genauso mit Adjektiven und Verben, dass man nicht immer die gleichen Wörter nimmt und dadurch bekommt der Text ja dann auch eine ganz andere Dynamik. Und das haben wir ja gestern geübt. Also ich habe Elias gestern so ein Ferienerlebnis einfach mal schreiben lassen von sich aus und dann, das war super, super gut. Also er hat es wirklich richtig gut geschrieben und habe dann aber noch so dran geschrieben, was ich, das kannst du besser machen, indem du das vielleicht durch das Wort austauschst oder so. Und das üben wir jetzt noch vielleicht 2-mal und dann ist er hoffentlich fit für die, ja, für die Deutscharbeit. Der Blog zieht sich jetzt schon durch mehrere Tage. Es lag einfach daran, dass wir jetzt das Video zusammengefasst haben, wo ich euch einmal zeige, wie wir für verschiedene Klassenarbeiten lernen und wie das so aussieht. Und zudem war meine Stimme jetzt auch 5 Tage lang weg. Man hört es immer noch ein bisschen. Sie ist zwar schon wieder ganz gut da, aber es ist noch nicht final beendet. Ich habe jetzt auch für die Geschichtsklassenarbeit solche Karteikarten geschrieben. Auch da habe ich mir wieder das aus dem Buch zusammengesucht und unter anderem natürlich auch aus dem Internet. Und was ich euch da immer empfehlen kann, ist Sofa-Tutor. Ihr kennt uns, wir lernen schon super lange mit Sofa-Tutor. Währenddessen, nämlich Elias jetzt hier gelernt hat für seine Geschichtsklassenarbeit, hat Felix Sofa-Tutor am Tablet gemacht. Also wie gesagt, Sofa-Tutor ist ja von der 1. bis zur 13. Klasse. Elias ist jetzt aktuell in der 5. Klasse und zum Thema Geschichte gibt es natürlich auch für die Klassenarbeit viele Materialien. Er schreibt eine Klassenarbeit über das alte Ägypten und da gibt es auch Videos, Arbeitsblätter, die man sich nochmal angucken kann. Dazu kann man eine Übung starten und so verinnerlichen die Kinder auch nochmal den kompletten Lernstoff. Auch für das selbstständige Lernen ist es natürlich toll, gerade weil man als Elternteil keine Zeit hat. Da können die Kinder das eben super gut von zu Hause aus machen. Sie haben einen Hausaufgaben-Chat und sie können dort mit Lehrern Kontakt aufnehmen, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Und natürlich habe ich einen super tollen Code für euch. 80% bekommt ihr. Ihr könnt es 30 Tage lang kostenlos testen und mit diesem Link, den werde ich euch einmal unten reinsetzen in die Infobox. Das funktioniert wirklich auch nur über diesen Link. Es gibt da keinen Code. Könnt ihr dann damit 80% im Anschluss sparen. Im 5. Jahrhundert vor Beginn unserer Zeitrechnung reiste der griechische Geschichtsschreiber Herodot entlang des Nils durch Ägypten. Das Schöne daran ist ja auch, dass die Kinder eben durch Geschichten sehr gut lernen können, beziehungsweise nicht nur Kinder, sondern wir Erwachsene auch. Und da ist das so schön bebildert, alles so schön erzählt, hinterlegt. Und gestern saßen wir ja zum Beispiel auch im Garten und da hat die Oma, die ist ja auch ausgebildete Lehrerin, und die hat dann auch so Geschichten erzählt über den Nil, über das alte Ägypten und so. Und das war auch super, super spannend. Nochmal so zum Thema Lernen. Das Wichtigste, was ich sagen kann, so wirklich von der 5. bis zur 10. Klasse, finde ich persönlich, sind natürlich trotzdem, dass die Kinder ihre Hobbys haben, damit sie sich auch mal ablenken können, Ausgleich haben. Freunde auf jeden Fall, das ist ja auch super wichtig, dass sie eben Freundschaften schließen, dass sie jetzt das nicht vernachlässigen.
und auch trotzdem ihre Freizeit haben. Das Wichtigste, glaube ich, ist da in dieser Spanne, also in der Mittelstufe, dass sie eben diese Grundlagen verstehen. Also ja, ich glaube, mehr braucht man jetzt dazu nicht sagen, dass man eben da versucht, den Kindern diese Grundlagen zu vermitteln, damit es eben später ja dann nicht aufgeholt werden muss, beziehungsweise dann eben auch keine Lücken entstehen, dass man das eben ja mit den Kindern zusammen lernt. Und ich weiß auch, im Alltag ist es ja, ich weiß das ja selber, weil ich ja oft Kinder zu den Hobbys fahre. Bei drei Kindern hat man natürlich jetzt nicht stets wahrscheinlich Zeit, da immer daneben zu sitzen. Aber gerade am Anfang finde ich es eben wichtig, den Kindern das beizubringen. Natürlich auch schon in der Grundschule, aber später dann nochmal, wenn sie dann auf die weiterführenden Schulen kommen, ist es ja auch so, dass die Kinder jetzt nicht unbedingt, also klar, sicherlich auch schon lernen, wie man lernt. Also zumindest ist das an unserer Schule so, dass die Kinder da am Anfang auch so einen ganzen Hefter bekommen haben, wie sie lernen können. Aber jeder Mensch lernt ja unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel damals viel mit Karteikarten gelernt, beziehungsweise war ich eigentlich so dieser Typ, ich lerne kurz vor einer, was weiß ich, Klausur oder vor dem Test, vor einer Klassenarbeit etc., habe ich mir versucht, diesen Stoff dann eben ja, zu verinnerlichen. Das hat meistens gut funktioniert, aber diese Vergessenskurve, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die geht ja relativ schnell nach unten. Und wenn man das langfristig macht, also wenn man sich jeden Abend, das versuchen wir Elias eben auch zu erklären, klappt nicht immer, jeden Abend eben nochmal den Hefter für das nächste, also für den nächsten Tag anschaut, also diese Fächer für den nächsten Tag, wenn man da nochmal reinguckt, was man hatte, ist man da, glaube ich, schon ganz gut mit aufgestellt. So hat man auch immer wieder diese, ja, unterbricht man diese Vergessenskurve, sodass man das dann immer mehr verfestigt, diesen Stoff. Und damals habe ich es auch so gemacht, dass ich mit Karteikarten gearbeitet habe. Ich habe jetzt Elias meinen Karteikartenbox gegeben. Da waren so A5 Karteikarten drin. Da waren noch welche von meinem Studium damals drin. Ist auch sehr lustig, das zu sehen. Aber es gibt ja auch diese hier. Ich habe die jetzt mal letztens, glaube ich, bei Rossmann geholt. Und diese kleinen Kärtchen dazu. Damit kann man natürlich auch so kleinere Sachen lernen. Und dann hat man eben die Möglichkeit, wenn ich das weiß, mache ich das ins nächste Fach. Das kennt ihr sicherlich. Und dann immer so weiter, bis es irgendwann ja, gut sitzt. Das kann man natürlich auch super mit Vokabeln machen, wenn man das mag. Also da ist ja wirklich jeder unterschiedlich. Muss man natürlich ausprobieren, ob das gut funktioniert. Und dann zum Thema Motivation oder ja überhaupt die Kinder da so zu motivieren, ist natürlich, wenn man auch so ein bisschen mit Belohnungen arbeitet, das muss jetzt nicht Geld sein. Also man, ja, man kann natürlich schon mal sagen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Arbeit das und das bekommst, kriegst du die und die Summe dafür. Das geht schon, aber man kann das auch mit Ausflügen machen oder mit einem, zum Beispiel jetzt hier mit diesem Switch-Spiel, jetzt hat sich noch so ein Switch-Spiel ausgeliehen aus der Bibliothek. Sowas halt, das müssen ja jetzt nicht großartige Sachen sein oder irgendetwas, was man den Kindern vielleicht sowieso kaufen muss, sei es Klamotten, Schuhe etc., dass man das so ein bisschen zurückhält und die Kinder damit ködert, auf gut Deutsch gesagt. Das ist ja bei jedem so. Also das ist ja nicht nur bei Kindern so, sondern auch bei Großen, dass man eben sich immer, ja, ich komme gleich, als Belohnung immer irgendetwas ins Visier nimmt. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss jetzt unbedingt den Haushalt machen, dann denke ich mir, gut, wenn ich das erledigt habe, dann kann ich danach meinen Kaffee in Ruhe trinken oder egal, irgendwas. Also das ist ja jetzt bei mir nichts Spektakuläres, aber so ist das zum Beispiel bei mir auch aufgebaut. Und was zum Beispiel, wenn man jetzt in diesem Thema drin ist, Motivation hat man ja nicht immer. Also es ist ja nicht so, man macht jeden Tag auf und denkt sich, jetzt mache ich Sport oder jetzt lerne ich. Und das ist ja nun mal leider Gottes nicht so. Aber wenn man einmal anfängt, da gibt es ja wirklich sehr viele verschiedene Methoden, dann kann man sich ja sagen, gut, ich setze mich jetzt 5 Minuten hin und wenn ich nach diesen 5 Minuten immer noch keine Lust habe, dann höre ich auf, so sinngemäß. Aber meistens ist das ja nicht so, sondern wenn man einmal in diesem Flow drin ist, dann zwingt man sich ja dazu, das dann weiterzumachen. Dann gibt es eine Technik, die heißt Pomodoro-Technik. Da kann man zum Beispiel sagen, ich stelle mir jetzt einen Timer am Handy oder auf meiner Uhr etc., je nachdem. Natürlich sollte auch keine Ablenkung da sein. Also am besten das Handy dann auch wegpacken, 25-Minuten-Timer und dann arbeiten die Kinder meinetwegen 25 Minuten an ihren Hausaufgaben oder beispielsweise lernen für eine Klassenarbeit 25 Minuten und dann klingelt der Wecker und dann können sie 5 Minuten was anderes machen. Jetzt nicht unbedingt auf YouTube oder was weiß ich, also meine Kinder haben ja sowas noch nicht, aber dass sie da eben jetzt stundenlang am Handy hängen, auch kein WhatsApp, sondern dass man dann was trinkt, was isst etc., was weiß ich, oder mal sich bewegt. Und beim Thema Lernen habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich mir damals, habe ich das gesagt?
Und habe es gedacht, dass ich es damals so gemacht habe, dass ich mir zum Beispiel auch Sachen auf mein Handy gesprochen habe und war dann spazieren, weil wenn ich mich dabei bewege, so war es zumindest bei mir, dann habe ich mir das besser gemerkt, auch wenn ich jetzt Hörbücher höre und ich dabei zum Beispiel putze oder irgendwas mache im Haushalt oder Auto fahre, dann kann ich das irgendwie besser verinnerlichen. Da gibt es ja natürlich auch verschiedene Lerntypen. Die einen hören das, die anderen brauchen das Visuelle etc. Also das müsst ihr mal gucken, wie das bei eurem Kind ist. Es gibt auch Kinder, die hier zum Beispiel Bewegung brauchen oder irgendwas, wo sie sich die ganze Zeit bewegen müssen. Dabei rumlaufen gibt es auch. Die beste Methode, um das Wissen so wirklich gut zu können, ist, wenn man das anderen erklärt. Natürlich hat man nicht immer die Möglichkeit oder haben die Kinder nicht immer die Möglichkeit, das anderen zu erklären. Also es sei denn, sie erklären es jetzt Mama, Papa etc., Oma, Opa. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Dann kann man das auch vorm Spiegel machen oder per Sprachnachricht. Und dadurch kann man auch nochmal gezielt gucken, was weiß ich und was kann ich gut erklären und wo habe ich vielleicht nochmal oder wo habe ich noch Lücken. Mindmaps sind auch nicht schlecht. Ja, was gibt es denn noch so? Ich überlege. Tatsächlich muss ich sagen, mein Kind ist ja, liegt wahrscheinlich auch im Alter, sehr schnell, was so das Lernen betrifft. Also er nimmt die Sachen wirklich extrem gut auf und das ist natürlich auch sein Vorteil, dass er dann aktuell dadurch relativ gute Noten hat. Aber das ist ja dann in den höheren Klassen, wir kennen das sicherlich alle, war bei mir genauso. Damals hatte man super gute Noten und dann, also das ist natürlich jetzt auch nicht bei jedem der Fall. Es kommt, wie gesagt, immer aufs Kind drauf an. Ich kann ja jetzt nur von mir und meinen Kindern reden, das ist ja immer eine Erfahrungssache. Aber da ist es ja oft so, dass die Noten am Anfang immer gut sind und dass man nicht viel dafür machen muss. Aber das bleibt ja nicht so, leider Gottes. Da kommt ja immer mehr Stoff dazu. Deswegen kann ich immer nur wieder sagen, Grundlagen sind der Key für den Erfolg, glaube ich. Also, dass die Kinder eben diese ganzen Grundlagen begreifen und natürlich muss man das doch irgendwie vorleben. Also, Lernen ist ja ein lebenslanger Prozess. Man lernt ja immer mal wieder dazu oder ja, sei es, wenn man kochen lernt etc. Was es auch immer ist, also es muss ja jetzt nicht unbedingt dieses Schulwissen sein und Lesen ist natürlich dafür auch super, super gut und das muss man ja den Kindern auch vorleben. Also egal, was man jetzt den Kindern sagt, was sie machen sollen, wenn man das selber nicht vorlebt, ist es eben auch nur die halbe Miete, ist meine Meinung. Also wenn jetzt mein Kind sieht, dass ich den halben Tag vorm Fernseher hocke, dann wird es wahrscheinlich auch ähnlich irgendwann das mir nachmachen. Wenn es aber zum Beispiel sieht, ich lese mal Bücher oder man hat so einen strukturierten, organisierten Arbeitsablauf und macht das eben halt immer wieder nach so einem gleichen Schema, gleichen Muster, dann ist es sicherlich auch so, dass das Kind das dann später übernimmt. Also man muss es natürlich auch an die Hand nehmen, klar, aber dass es das dann irgendwann hoffentlich selber kann. Hallo und willkommen zum nächsten Tag. Es ist jetzt Sonntag. Morgen steht die Klassenarbeit an und ich wollte euch jetzt so ein bisschen mitnehmen. Auch so, ja, also es geht natürlich in diesem Video viel um Thema Schule, aber ich habe jetzt noch etwas vor. Ich habe ja gestern im Garten super viel gemacht. Ich bin auch noch gar nicht zurecht gemacht, also es ist auch gesichtsmäßig, aber meine Haare zauselig hoch 10. Habe ich jetzt noch ein Geschenk, weil wir nämlich demnächst, also in, naja, so 4-5 Stunden auf einen Geburtstag gehen von meiner Freundin und das habe ich jetzt schon vor ein paar Tagen zusammengestellt. Ich wollte es euch mal zeigen, falls ihr Inspirationen braucht. Das habe ich jetzt zusammengestellt, habe ihr eine ultra lustige Karte geschrieben. Die Zinkwanne, die habe ich auch von Action, die sieht so süß aus. Das war leider die letzte, sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich auch gekauft und dann habe ich hier die Blümchen gekauft und das so ein bisschen gepflanzt. Das ist Lavendel, die Kerze habe ich noch geholt, das mache ich da raus. Ja, genau, das habe ich dann nochmal für meine restlichen Pflanzsachen hier drauf gegeben. Unser Lieblingssekt, ganz klar. Und dann noch eine Kerze für den Garten mit Zitronella, damit es die Mücken vertreibt. Und dieses wunderschöne Tablett, das finde ich so schön. Aber es war leider auch das letzte. Das andere war irgendwie weiß und da war so eine Schrift drauf, das fand ich nicht so schön. Ja, auf jeden Fall habe ich ihr das jetzt geschenkt. Und dann kommt das noch dazu. Das ist ja so eine Lichterkette für den Baum. Das finde ich ja so schön. Und das kann sie sich dann in den Garten machen. Genau. Jetzt habe ich hier noch mein eines Kind, was hier übrig geblieben ist. Die anderen beiden sind nämlich beim Fußball. Ella ist nämlich mitgefahren und wir haben eben schon draußen Tischtennis gespielt. Ich habe ein bisschen Haushalt gemacht. Und genau, also das hatte ich hier von Action gekauft. Das ist eigentlich ganz niedlich. Ist auch gar nicht teuer. Das kann man hier rausziehen, auch irgendwelche Sachen reinmachen. Ja, und das habe ich ihm jetzt
hingestellt. Ich wollte euch aber mal diese Stifte hier zeigen. Kennt ihr schon? Felix hat sich hier schon den blauen genommen, weil diese ganz teuren, also ich habe die auch letztens mal in meinem Schulvideo gezeigt, die sind ja, die kosten ja echt viel Geld. Sind es ja diese Frickson, glaube ich, heißt die Firma, und da kostet ein Stift, ich glaube, 7 Euro und diese Patronen sind ultra teuer. Und meine Kinder lieben das aber, damit zu schreiben. Also eigentlich darf Felix ja damit nicht so schreiben. Also ich glaube eigentlich nur Füller, aber wir probieren das jetzt mal mit dem blauen. Also ich werde ihm jetzt den blauen mitgeben, dann kann er damit schreiben. Auf jeden Fall zeige ich euch das mal. Er schreibt richtig, richtig gut. Richtig gut. Ach so. Der rote genauso. Ja, der rote auch. Sehr schön. Und dann kann man das ja ganz normal wegradieren. Da habt ihr hier vorne. Deiner Hand geht es jetzt schlecht, aber man sieht da gar nichts mehr. Gar nichts. Wirklich überhaupt nichts. Jetzt müssen wir ein bisschen näher rangehen. Und jetzt kommt das tolle Geheimnis, woher ich diese Stifte habe, die richtig gut schreiben, von Action. Und diese drei Stifte haben 99 Cent gekostet. Könnt ihr das glauben? Also richtig toll. Also wenn man nämlich so dieses ganze Schulzeug und alles zusammenrechnet, was man so tagtäglich für Kinder ausgibt oder allgemein, kommt da eine ganze Menge zusammen. Also kann ich sehr empfehlen. Und hier ist noch so ein riesiger Stapel, denn ich werde nachher, wenn ich es schaffe, also hoffentlich, ist das hier schon eingegriffen? Ja, nee, doch nicht. Einmal die Hefter neu machen. Und zwar habe ich auch die von Action. Und die scheinen richtig stabil zu sein. Also die ja, haben... Ja, die sind cool. Die haben wir auch zum Wort. Da schreiben die dann, die schreiben da immer die Namen ein. Also ja. Ja. Und die Farben sind auch so cool. Also so pastellig, da gab es auch noch so Einzelfarben, so rosa, lila extra. Und dann habe ich noch einmal schwarze mitgenommen, ganz schlicht schwarz. Und die hier fand ich auch richtig toll, das wollte ich euch mal zeigen, und zwar für Kunst. Das ist eine Mappe, da kann man einfach so ja Sachen reinheften. Hier vorne kann man dann zum Beispiel ein A3-Blatt reinmachen über die beiden Seiten. Und dann in den nächsten Seiten halt auch so, ja, so gemalte Blätter. Und dann müssen die Kinder nicht immer diese Monstermappen mitnehmen in die Schule. Und natürlich können sie auch Unterlagen einheften. Aber in Kunst hat man ja nicht so viel Geschriebenes. Deswegen fand ich die richtig cool eigentlich so. Ist so ein guter Mix für so eine schöne Kunstunterrichtsmappe, oder? Was sagt ihr? Mhm. Und das hier habe ich auch mitgenommen. Das hatte ich allerdings nicht von Action. Da fand ich die nämlich so labbrig. Das habe ich bei Teddy gefunden. Das ist von der Firma Oxford. Die machen ja so tolle Schreibblöcke. Ich liebe das ja, darauf zu schreiben. Und da wollte ich, wenn das passt, ich hoffe, das passt, die Fächer so reinmachen. Also den Hefter da rein, so. Und deswegen musste ich nämlich auch kleinere nehmen. Und dann das Arbeitsheft und das Buch, sodass er das immer direkt rausnehmen kann, in den Ranzen packen kann. Und dann wird es auch nicht so beschädigt, ich weiß nicht. Also ich glaube, bei Mädels ist das ein bisschen anders, da sehen die Hefte ordentlicher aus. So, fertig. Ich habe es jetzt eingepackt. Ach, Ella. Ja, Brief habe ich noch geschrieben. Ella. Und ich habe es noch wunderschön eingepackt, das kann ich aber nicht. Ja, genau. So, wir haben jetzt hier alles vorbereitet. Wir haben jetzt noch Mittag gegessen und Felix spitzt jetzt seine Stifte hier noch an. Und dann habe ich ihm jetzt hier diese Arbeitsblätter ausgedruckt. Sehr, wie gesagt, morgen diesen Test schreiben. Die Seite heißt, weiß ich nicht, aus dem Internet. Ja, und dann habe ich ihm hier diese Blätter ausgedruckt zum Üben. Und das nehmen wir jetzt alles mit runter in den Garten. Und dann können wir da lernen. So, ihr Lieben, wir haben es jetzt sortiert. Jetzt gehen wir runter in den Garten und lernen. Also wir haben ja alles einmal hier reingepackt in diese Hefter. Die Hefter alle nochmal umgeheftet, neu sortiert und jetzt geht's runter. Mein Kind ist schon runtergegangen. Ich habe hier eine Coca-Cola Zero getrunken. Bin gerade etwas müde. Das habe ich schon für die nächste Arbeit ausgedruckt. Das ist von Sofa-Tutor. Das ist alles zusammengefasst, thematisch. Und das habe ich hier schon mal bereitgelegt. Denn wenn die Arbeit nämlich morgen geschrieben ist, geht es direkt an das nächste. Bevor ich das Video beende, wollte ich euch nochmal einen kleinen Tipp mitgeben, denn das Video geht ja hauptsächlich so um das Thema Lernen, Lerntipps, Lernmethoden. Ich werde sicherlich, wenn das sich bei uns weiter verfestigt hat und wir da so eine gute Methode gefunden haben oder mehrere gute Methoden, nochmal so ein knackiges, kurz zusammengefasstes Video für euch hochladen, nicht so ein langes Erzählvideo wie jetzt, aber was ich auch noch mitgeben kann als Tipp, denn letztens war ja die Oma weg.
und der Opa. Und da hat Elias diese Aufgabe bekommen, die Schildkröten zu füttern. Und da hat sie auch so ein ganz, ganz stupides Blatt geschrieben. Da stand dann drauf, was weiß ich, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und dann vormittags nach der Schule und abends oder sowas. Und dann konnte er da mal einen Haken dran machen. Und das ist natürlich auch cool zum Thema Lernen, wenn sie jetzt so Klassenarbeiten schreiben und da mehr Stoff zu tun ist, dass man dann anfängt, diesen Stoff so ein bisschen einzugliedern, dass man sagt, du lernst das, das und danach guckst du dir vielleicht bei SofaTutor nochmal diese Videos an, um das nochmal zu verinnerlichen, um das nochmal zu festigen und dann frage ich dich ab, la la la, und dass man dann einfach so eine Häkchen dahinter macht, das kann man natürlich mit allem machen, wenn man dann jetzt weiß, die Klassenarbeit wird in 2 Wochen geschrieben, dass man das so ein bisschen unterteilt, wenn man Lust und Zeit hat, kann man das so machen, dann ist das so ein bisschen strukturierter. Ja, man hört schon, meine Stimme lässt wieder schon ein bisschen nach. Deswegen werde ich jetzt das Video an dieser Stelle beenden. Ich bin nämlich heute eingeladen zum Spargelessen. Freue mich sehr darauf. Das erste Mal Spargel. Und werde mich jetzt verabschieden von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir unbedingt mal eure Lerntipps unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren, weil man da sich ja so gut austauschen kann und ihr auch immer so super gute Tipps habt, die ich dann auch im Alltag umsetze. Deswegen freue ich mich da mal sehr besonders drauf. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.